Der exakte Kufenschliff kann mehrere Stundenkilometer bringen. Europas Eissegler, sie schlugen dem milden Winter ein Schnippchen und wichen nach Osteuropa aus. Statt in Norddeutschland trafen sich die besten Eissegler der Welt in Polen zu ihren Titelkämpfen. Hartes Eis, eine steife Brise, dann lassen die 2 Zentner schweren Segelschlitten auch ein Rennpferd stehen. Kurzfristig erreichen sie ein Tempo von 130 Stundenkilometern. An der Pinne sitzen Individualisten mit Sinn für einen exklusiven Zeitvertreib. Die Könner unter ihnen sind technisch versierte Hochleistungssportler, die den Wind ebenso berechnen müssen wie die Gleit- und Haftfähigkeit der Kufen.